200 mit dem Zusatzmodul Wings. Das Display besteht aus insgesamt 6 Bildschirmen. Wir haben hier eine volle Tastatur. Die Displays lassen sich ganz einfach aufklappen. Und so haben wir in sehr kurzer Zeit sehr viel Raum zum Arbeiten. Der robuste Displayaufbau ist besonders für digitale Inhalte und geografische Informationsanwendungen ausgelegt, die viel Platz auf dem Bildschirm benötigen. Die Tastatur wird einfach per USB hier angeschlossen. Und wie Sie sehen, ist das Gerät nun komplett einsatzbereit und der Einsatz kann beginnen. Hier sehen Sie halt die Halterung für den Seahawk Wings. Er wird befestigt mit 4 kleinen Schrauben. So einfach verstauen Sie das Gerät. Sie entfernen die Tastatur und verstauen das Kabel in den davor vorgesehenen Schlitz und klappen nun nacheinander die Bildschirme zusammen. Am Ende wird die Tastatur einfach hier vorne dran gestellt. Und rastet ein und schon ist das Gerät bereit zum Transport.